Herzlich willkommen zu Vorgestellt und Nachgefragt. Heute aus der Kreisverwaltung in Euskirchen. Und bei mir ist der aktuelle Landrat, Markus Ramers. Hallo Markus. Hallo, schönen guten Morgen. Markus, du bist der jüngste direkt gewählte Landrat, nicht nur Landratskandidat, Deutschlands. Wenn du dich jetzt mal nach deutlich über 100 Tagen im Amt zurückerinnerst an den Moment, als das feststand, war das ein Zurücklehnen und Jubeln oder war das sehr viel mehr Respekt vor der Aufgabe, die auf dich wartet? Ich glaube, es war zuerst natürlich schon Jubeln. Also es ist, muss ich ehrlich sagen, ein großartiges Gefühl, wenn man dann an so einem Wahlabend nach der Anspendung merkt, das hat funktioniert, man ist gewählt worden, hat das große Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger bekommen. Ist ein tolles Gefühl, man erlebt da ganz viel Dankbarkeit für alle, die mitgeholfen haben. Aber an den Tagen danach ist das dann durchaus zu Demut, zu Respekt geworden, weil man weiß, dass das eine große Verantwortung ist und dass das eine Aufgabe ist, die durchaus einem einiges abverlangt. Ja. Wie bereitet man sich darauf vor, auf genau das, was auf einen wartet? Weil ich glaube, die Masse der Aufgaben, ist die dir bewusst gewesen, bevor es losging? Konntest du dich darauf vorbereiten? Ja, so ein bisschen ja schon. Also ich mache ja schon etwas länger Politik, war viele Jahre vorher im Kreistag, war stellvertretender Landrat. Dann vor meiner Wahl, ich konnte das ungefähr so erahnen, was das ist, aber im Detail natürlich nicht, weil man gerade dann durch die Leitung der Verwaltung eine so breite Themenpalette hat, das ist dann schon enorm. Und es gibt kein Seminar, es gab keine Fortbildung, die ich hätte besuchen können, was mache ich als Landrat. Das heißt, ich habe dann viele Gespräche geführt mit Menschen, die hier in der Verwaltung arbeiten, auch mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern und habe versucht, mich nach und nach dann auch nochmal vertieft in die Themen dann einzuarbeiten. Ja, dann kam die Wahl, du hattest deinen ersten Tag im Büro, hast plötzlich Mitarbeiter und kommst ja eigentlich eben nicht aus dem Vollzeit-stellvertretender Landrat sein, sondern eigentlich bist du Lehrer. Was hat dich bewogen, den Wechsel zu machen vom Lehrer in die Kommunalpolitik? Ja, Lehrer ist ein unglaublich schöner Job. Also es hat mir immer viel Spaß gemacht, gerade irgendwie mit den jungen Menschen zu arbeiten, ihnen was mitzugeben und ja, sie nicht nur auf Prüfungen vorzubereiten, sondern eben auch irgendwie fürs Leben was mitzugeben. Also es hat mich erfüllt, hätte ich mir weiter vorstellen können, das zu machen. Aber es gibt nur einen Landrat im Kreis Euskirchen. Das war eine einmalige Chance, die ich ergriffen habe. Und ich weiß, dass ich hier in dieser Position, auch mit dem Team hier in der Verwaltung, viel gestalten kann für die Zukunft des Kreises. Davon profitieren auch gerade junge Menschen. Und das ist mein Anspruch, dass gerade junge Menschen davon profitieren. Und insofern versuche ich mir da treu zu bleiben und so ein bisschen bleibt man im Herzen wahrscheinlich immer Lehrer. Vermutlich, ne? Es sind ja 11 Kommunen, 234 Orte, Dörfer. 294 sogar. Ja, die Zahl vergesse ich nicht. Das ist so. 294 Dörfer, ganz viele Menschen, die sich auf dich verlassen. War das auch der Grund, die Nähe zu den Menschen, dass du dich für Kommunalpolitik entschieden hast und nicht für einen anderen politischen Weg? Genau, ich bin hier aufgewachsen, habe quasi mein Leben lang in Freilingen, das ist eins der 294 Dörfer, mein persönliches Highlight-Dorf natürlich, da bin ich aufgewachsen, da komme ich her, da lebt ein Großteil meiner Familie und ich habe irgendwie so festgestellt irgendwann nach dem Abi, dass viele meiner Freunde nach Köln, nach Bonn, nach Berlin in die weite Welt gezogen sind und ich habe immer starke Wurzeln hier gehabt und mir war es irgendwie wichtig, dass es auch eine Perspektive für junge Menschen im Kreis Euskirchen gibt. Deswegen habe ich eine hohe Identifikation und das war auch meine Motivation zu sagen, ich engagiere mich kommunalpolitisch und ich glaube auch, dass man in der Kommunalpolitik ganz, ganz viel bewirken kann für das Leben der Menschen direkt vor Ort. Also das muss nicht die große Politik in Düsseldorf, in Berlin oder in Brüssel sein, sondern gerade hier haben wir viel Einfluss und können viel machen und das versuchen wir jetzt hinzukriegen. Ja. Was motiviert dich täglich, wenn du morgens aufstehst, es manchmal schaffst, ein bisschen Sport zu machen, wenn der erste Termin nicht besonders früh liegt, mit welchem Gedanken, mit welcher Motivation gehst du jeden Morgen ins Büro? Schwer zu sagen. Man hat natürlich auch schon mal Tage, wo man weiß, das wird jetzt heute ein anstrengender, ein harter Tag mit vielen Terminen. Es gibt Tage mit auch schwierigen Themen, wenn wir dann nochmal eine kritische Krisenstabssitzung haben, jetzt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. Aber mich motiviert, dass ich weiß, dass ich hier ein ganz tolles Team habe, direkt um mich herum, aber in der gesamten Kreisverwaltung.
Ich weiß aber eben auch, genau wie du es eben gesagt hast, dass viele Menschen sich auf uns verlassen. Ja. Gerade jetzt in so einer Krisenzeit verlassen sie sich darauf, dass wir als Kreis sie umfassend informieren über die Regelungen, dass wir uns darum kümmern, dass es mit dem Impfen weiter vorangeht in unserem Impfzentrum. Und die verlassen sich genauso darauf, dass die Busse fahren, dass sich um viele Sachen gekümmert wird. Und das ist eine große Motivation, dass ich morgens weiß, ich weiß zwar nicht, was mich an diesem Tag erwartet, ich kenne dann meinen Terminkalender, manchmal wird es aber nachher ganz anders, weil Dinge dazwischen kommen und dann müssen wir ummodeln, dann müssen wir flexibel sein. Ich weiß, dass viele Gespräche auf mich zukommen, sei es irgendwie per Videokonferenz, seien es Interviews, seien es Mitarbeitergespräche, und das macht dann schon Spaß. Also es ist sehr abwechslungsreich und sehr erfüllend. Ja, jetzt bist du ja mit Beginn deines Amtes auch mitten in die Pandemie gestürzt, Hals über Kopf. Und ihr musstet ja sogar vor kurzem tatsächlich die komplette Verwaltung aus der Quarantäne leiten, 14 Tage lang. Kann man das? Geht das? Also ich schätze ja, es muss ja gegangen sein, aber wie stellt man das auf die Beine mit einem so großen Team? Ja, wir haben es irgendwie überlebt. Das war schon ein Schock. Wir hatten einen positiven Fall hier. Ich will vielleicht voranschicken, das ist das Gute. Wir haben natürlich dann für uns die gleichen Maßstäbe angelegt, wie die für alle anderen auch gelten. Und das Gesundheitsamt hat dann gesagt, auch einige aus der Führungsriege, inklusive mir, müssen jetzt 14 Tage in Quarantäne. Das haben wir direkt gemacht. Es ist kein weiterer positiver Fall daraus erwachsen. Das heißt also, all die Maßnahmen hier mit Masken, mit Abstand, auch im Verwaltungsgebäude, die haben sich bewährt. Das war erstmal sehr positiv. Aber natürlich war das anspruchsvoll in dieser Zeit. Für mich war das seltsam, also aus zu Hause, aus meinem Büro das dann zu machen. Für meine Kinder war das ungewöhnlich. Der Papa ist da, aber irgendwie ist er auch nicht da und er muss permanent telefonieren. Also ich merke schon, dass ich auf Dauer, einzelne Tage ja, aber auf Dauer könnte ich nicht permanent Homeoffice machen. Das wäre dann schwierig, weil hier können wir schon mal schnell was regeln. Man kann mal über den Flur gehen und spricht dann mit einem Kollegen. Zu Hause muss man das immer mit einem Telefonat verbinden. Ich hatte unglaublich viele Videokonferenzen, noch mehr als es generell schon der Fall ist. Und wir haben es irgendwie hinbekommen, weil natürlich auch wir kompetente Mitarbeiter haben, die hier im Haus waren. Die brauchen nicht immer die Häuptlinge, also auch die Sachbearbeiter, die Abteilungsleitung, all die haben das gut hinbekommen und die laufen da ganz gut alleine. Und für bestimmte Dinge haben wir dann eben Telefonate geführt, Videokonferenzen gemacht und irgendwie haben wir es geschafft. Ich war aber auch sehr froh, als ich dann wieder hier im Büro war. Das glaube ich. Wobei es allerdings auch ein bisschen niedlich ist, wenn dann so die Kinder in der Videokonferenz ein bisschen winken und sagen, Papa, wann kommst du spielen? Ja, ich meine, ich kenne ja so diese Geschichten, ne, oder das, was da schon vorgefallen ist in Videokonferenzen, das habe ich versucht zu vermeiden und dann immer zu sagen, oder schnell doch das Mikro stumm schalten oder wenn mal so ein Kind reinkommt, dann die Kamera ausmachen, dass das jetzt nicht so ausfällt. Aber ja, insgesamt war es dann, es war auch schön, ich war ein bisschen mehr zu Hause, habe dann Mittagessen zu Hause machen können, habe dann noch so ein bisschen drumherum geplant, dass ich dann zumindest mal hin und wieder zu den Mahlzeiten auch etwas mehr Zeit hatte. Das war dann ganz nett, aber ja, insgesamt bin ich froh, dass die Quarantänezeit vorbei ist und hoffe auch, dass ich nicht nochmal in Quarantäne muss. Ja, du hast gerade schon mal das Wort Krisenstab benutzt. Wenn man direkt ein Amt antritt und mit einem Krisenstab arbeiten muss, ist das sicherlich nicht die Blaupause dessen, was man sich gewünscht hat. Aber es ist so, kannst du für unsere Zuschauer kurz erklären, wie ein Krisenstab funktioniert? Ich versuch's mal. Also für mich war das selber auch herausfordernd. Ich hatte montags meinen ersten Arbeitstag und Dienstag den ersten Krisenstab. Jetzt habe ich gedacht, okay, gehst du mal rein, guckst, wie das läuft. Aber ich musste den Krisenstab leiten. Und wenn man den noch nicht kennt und muss ihn dann direkt leiten, das war durchaus irgendwie herausfordernd und hatte so ein bisschen Sorge davor. Aber es hat funktioniert und insofern, glaube ich, weiß ich jetzt inzwischen auch, wie ein Krisenstab abläuft. Der Vorteil von einem Krisenstab ist, dass wir da nicht so in dieser klassischen Verwaltungsstruktur denken, sondern da sitzen die Experten, die wir jetzt für die Krise brauchen. Und der Krisenstab hat direkten Zugriff darauf und kann eben dann auch Aufgaben verteilen. Das heißt, bei uns ist jetzt das Gesundheitsamt dabei mit dem Gesundheitsamtsleiter, der Kreisbrandmeister ist dabei, unsere Abteilung Gefahrenabwehr, wenn es um Katastrophenschutzgeschichten geht, ist dabei und natürlich weitere Führungskräfte der Kreisverwaltung. Und da wird dann zunächst mal über die aktuelle Lage berichtet, zum Beispiel, wie ist die Infektionslage, wie sieht die Inzidenz aus, haben wir Ausbrüche in bestimmten Bereichen.
Dann wird es Anträge geben, es gibt Beschlüsse des Krisenstabes zu Entscheidungen, die wir treffen müssen. Sei es, wir müssen nochmal bestimmtes Material beschaffen, wir müssen uns auf einen bestimmten Weg festlegen, den wir jetzt gehen wollen. All das findet dann im Krisenstab statt und wird dann auch direkt umgesetzt. Das heißt, so dieser klassische Verwaltungsdienstweg, den man so kennt, zum Vorgesetzten, zum nächsten Vorgesetzten und dann irgendwann zum Landrat, der wird da außer Kraft gesetzt und es geht schneller, es geht unkomplizierter und ist halt so organisiert, dass wir damit die Krise in den Griff bekommen. Ja, das braucht ja auch großes Vertrauen in die Mitarbeiter, die da sitzen. Jetzt habt ihr es geschafft, zum Beispiel das Impfzentrum innerhalb von 3 Wochen eröffnungsfähig zu machen. Und das ist ein großer Erfolg, wie ich finde, gerade in so einer Zeit, wo alles sehr, sehr unbeständig ist und wackelt. Wenn du mal auf deine ersten 100 Tage, die ja nun einfach auch schon deutlich lange wieder vorbei sind, schaust, gibt es erste Ziele, wo du sagen kannst, die haben wir schon erreicht, daran kann ich gewissermaßen ein Häkchen machen? Ja, es gibt so Meilensteine. Ne? Und genau wie du gesagt hast, so, wenn ich darüber spreche, immer noch irgendwie berührt mich das, als ich da war Ende Dezember im Impfzentrum und habe gesehen, dass sie das innerhalb weniger Wochen geschafft haben, die Mitarbeiter das alles auf die Beine zu stellen. Das war schon irgendwie ein großartiger Moment. Da waren viele Hilfsorganisationen beteiligt, Rotes Kreuz, THW, DLRG, Malteser, all die haben mit angepackt, die Feuerwehr, und die standen dann da und haben mir das vorgestellt, wie sie das organisiert haben. Das war schon ein sehr, sehr bewegender, schöner Moment. Dann hat es leider was gedauert, bis die ersten Impflinge kamen, nämlich erst im Februar. Aber auch das war wieder so ein Punkt, wo wir sagen, diesen Meilenstein haben wir auch geschafft. Wir haben die ersten Impfungen gut gemacht. Wir haben gemerkt, dass die Abläufe funktionieren. Inzwischen, ich habe gestern nochmal die Statistik reingeschaut, liegen wir bei über 100.000 Impfungen im Kreis Euskirchen. Mit einer ganz guten Quote, jetzt auch, wo die Hausärzte mitimpfen können. Und auch das ist wieder so ein gutes Zwischenziel, was wir dann hinbekommen haben. Und gleichzeitig haben wir andere Ziele uns gesetzt. Wir liegen jetzt auch heute wieder 5 Tage in Folge unter einer Inzidenz von 100. Das ab heute greifen erste Öffnungen wieder, Außengastronomie. Bei besserem Wetter könnten wir uns in einem Café treffen. Auch das sind alles so Zwischenziele, wo wir aber wissen, das ist noch nicht das Ende der Pandemie. Es wird uns weiter verfolgen. Wir arbeiten weiter daran, aber das ist dann immer etwas, was einem ein gutes Gefühl gibt, wo man auch weiß, das, was wir an Maßnahmen ergriffen haben, die Entscheidungen, die wir getroffen haben, die haben sich ausgezahlt. Und wo du auch ja direkt einen Erfolg sehen kannst. Ist es auch so, dass du, wenn du unterwegs bist, dass Bürger dich aktiv ansprechen, sagen, ach, ja. Hallo Ramas, hallo, hallo Herr Landrat, ich habe da mal eine Frage, passiert dir das? Meine Frau hat mich letztens mal in den Baumarkt geschickt, samstags, und ich sollte eigentlich nur so ein paar Sachen besorgen, irgendwelche Pflanzen, und dann bekam ich nachher schon WhatsApp-Nachrichten von ihr, wo ich dann bleiben würde, weil ich dann angefangen beim Parkplatz angesprochen worden bin mit ganz berechtigten Fragen. Die Leute fragen dann, einmal wollen sie was über meinen Arbeitsalltag wissen, oh, haben sie heute frei? Ich habe gesagt, ja, wir haben Samstagnachmittag, ich darf dann auch mal was anderes tun. Aber auch so Fragen wie, wann werden LKW-Fahrer geimpft, wie sieht das da aus? Und man merkt immer noch so eine große Unsicherheit in der Bevölkerung. Viele haben irgendwie den Überblick verloren, was ich total nachvollziehen kann. Wie ist die Impfreihenfolge? Wie sind die aktuellen Corona-Regeln? Vieles ändert sich laufend, und mir ist dann auch wichtig, dass wir irgendwie direkt mit den Menschen kommunizieren. Das kann ich nicht alles selber schaffen, dafür habe ich ein Team, aber wenn ich privat unterwegs bin und werde angesprochen, dann antworte ich auch freundlich. Also das ist selbstverständlich. Und hilfst dann vielleicht noch beim Kofferraum einladen? Ja, ganz so weit geht es dann irgendwie nicht. Das vielleicht dann wieder vor der nächsten Wahl oder so, würde ich auch dazu dann nochmal greifen. Aber für heute reicht dann auch irgendwie erstmal nett zu antworten. Ja. Wenn wir mal die Corona-Problematik ein wenig zur Seite stellen, was würdest du sagen, sind derzeit für den Bürger weitere dringende Themen, an denen du anpacken kannst und auch anpacken willst? Ja, auf jeden Fall Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit. Das sind Themen, die mir auch persönlich wichtig sind. Wir sind ausgezeichnet worden als Kreis Euskirchen als global nachhaltige Kommune. Ein schönes Projekt, was schon vor meiner Amtszeit begonnen hat, wo wir uns ganz engagiert da verschiedenen Projekten gewidmet haben und jetzt unterwegs sind und wollen davon auch weitere Sachen umsetzen. Mhm. Ich habe mich mit Landratskollegen getroffen aus der Region. Wir wollen uns zur Wasserstoffregion weiterentwickeln, um auch eben damit einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und auch irgendwie die Innovation zu fördern, auch Unternehmen zu stärken. Das heißt, es gibt da vielfältige Bausteine, auch gerade in diesem Bereich Klimaschutz, an denen wir arbeiten. Wir wollen Mobilitätsangebote verbessern, Radwege ausbauen. Also ganz viele verschiedene Bausteine, die alle irgendwo zu diesem Thema gehören und die im Endeffekt darauf einzahlen sollen, dass wir als Region unseren Beitrag
Beitrag dazu leisten. Also das ist ein Thema, das brennt gerade auch vielen Menschen unter den Nägeln, ganz klar. Jetzt besteht ein Arbeitsalltag aus unfassbar vielen thematischen Blöcken und auch aus einer wahnsinnigen thematischen Vielfalt. Hm. Erschlägt dich das manchmal oder ist es so, dass du sagst, ich liebe genau das, dass ich vormittags noch über Klimaschutz spreche, mittags mich über den Ausbau von Radwegen unterhalte und nachmittags 2, 3 Termine zum Thema Corona habe, wirtschaftliche Termine habe, Wasserstofftechnik und die Region hier stärke. Reizt das oder ist das manchmal so, mein Kopf rast? Manchmal rast der Kopf, ja, aber ich finde das sehr reizvoll. Das ist unglaublich vielfältig. Das Schöne ist, dass ich weiß, dass ich nicht überall der absolute Experte sein muss, weil wir diese Experten hier im Haus haben. Und die bereiten mich auch vor auf Termine, die briefen mich, arbeiten mir zu. Und das ist natürlich großer Luxus, dass ich dann auch eine Hilfe habe, dass ich vorbereitet in Termine gehen kann. Und irgendwie ist das so ein bisschen wie in der Schule. Auch da habe ich ja verschiedene Fächer unterrichtet, verschiedene Altersstufen gehabt. Und auch da war dann nicht jede Unterrichtsstunde gleich. Und das finde ich irgendwie reizvoll, auch an diesem Job. Das ist noch viel vielfältiger und es wird auf keinen Fall langweilig. Das heißt, der Lehrerberuf hat dich gewissermaßen auf die Themenvielfalt hier vorbereitet. Ja, auch wenn manche Termine länger als 45 Minuten sind und nicht alles in dieses Unterrichtsformat reinpasst. Aber das hat irgendwie schon, ich will nicht sagen geholfen. Ich glaube, man braucht jetzt nicht eine bestimmte Berufsausbildung, um ein guter Landrat zu sein. Das können Juristen, das können Verwaltungsleute, das können Landwirte, das können Unternehmer. Also das ist, glaube ich, ein sehr breites Spektrum. Mir persönlich hilft das, weil ich als Lehrer gelernt habe, dass ich viel kommunizieren muss, dass ich ständig im Fokus stehe, immer irgendwo auch die Aufmerksamkeit im Raum auf mich gelenkt ist. Und insofern hilft mir das bei vielen Fragestellungen auch jetzt im Job weiter. Es ist spannend, dass Kommune und Kommunikation doch sehr ähnlich beginnt. Stimmt, ja. Markus, jetzt ist es ja gerade auch in solchen Zeiten jetzt manchmal notwendig, sehr klare Worte zu finden. Das hast du vor kurzem auch getan. Ja. Ich denke, das ist bei deutlich mehr Bürgern positiv angekommen, als man zunächst gedacht hätte. Ich glaube, es ist der Hashtag Lass den Scheiß? Ja, genau. Ja, ich hab Lass den Scheiß gesagt. Ja. Das ist so. Manche haben mir gesagt, das sagt man als Landrat nicht. Ich finde, so sprechen viele Leute und ich will auch irgendwie meine Sprache nicht verstellen, weil das dazugehört. Und genau wie du sagst, ich werfe ja mit solchen Worten nicht um mich, sondern ich mache es dann, wenn ich wirklich für dringend nötig halte. Und in dem Fall habe ich es als sehr nötig empfunden. Und es hatte ja auch gewissermaßen eine Art Schutzfunktion. Und du hast dich ja damit auch ein Stück weit positioniert und dich auch vor Menschen gestellt, um sie zu schützen. Ich denke, das ist ja auch eine Funktion, die gewissermaßen vorbildweisend auch ist. Bist du dir deiner Vorbildfunktion bewusst? Schon, ja. Also ich merke, dass ich bekomme Kommentare zu meiner Kleidung, wenn ich unterwegs bin. Also ich muss schon darauf achten, dass ich mich irgendwie anders angemessen auch anziehe. Mhm. Ich trage jetzt nicht jeden Tag eine Krawatte, aber zu bestimmten Anlässen schon. Ich trage immer bunte Socken, wenn man das sieht. Also häufig trage ich die. Das ist so eine Art Markenzeichen. Da werde ich jetzt immer auch drauf angesprochen. Vorher habe ich die einfach angehabt und dann haben das vielleicht mal 1, 2 Leute bemerkt. Ja. Jetzt ist das deutlich bekannter. Also insofern merke ich schon, dass ich gewissermaßen im Fokus stehe. Und in diesem Fall jetzt, das konkrete Beispiel, was du ansprichst, da war es ja so, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier im Haus hatten, die einfach Informationen weitergegeben haben, welche Möglichkeiten es zur Impfung gibt und Ähnliches. Die sind massiv bedroht worden. Es gibt Mitarbeiter bei unserem Bürgertelefon, das das Deutsche Rote Kreuz leitet. Die sind massiv beleidigt und bedroht worden. Im Impfzentrum haben wir, es sind immer noch Einzelfälle, aber auch da häufig schon mal Leute, die aggressiver aufschlagen. Viele niedergelassene Ärzte erleben das, dass Menschen aggressiver werden, Dinge einfordern. Und ich verstehe jeden, der frustriert ist. Ich verstehe jeden, der es leid ist. Und ich verstehe auch, dass es Menschen gibt, die wirklich Angst haben, die auch Not haben, finanzielle Not oder die Angst um ihre Gesundheit haben. Und es ist völlig berechtigt, dass wir uns diesen Sorgen widmen. Das machen wir auch. Aber was halt eben nicht geht, und ich finde, das ist die Grenzüberschreitung, die ich dann auch thematisieren musste, dass Leute dann wirklich Drohungen aussprechen, dass sie beleidigend werden und da muss ich dann eben wie auch alle diejenigen schützen, die sich gerade in dieser Krise engagieren, die helfen wollen und ich finde, dann war es in dem Fall auch angemessen, da deutliche Worte zu verlieren. Ja, und auch als Führungskraft, die du ja bist, auch einen Weg zu weisen ein ganzes Stück weit. Wenn du hier auf dein Team schaust, in der Kreisverwaltung, wer sind die Menschen, die am engsten mit dir zusammenarbeiten?
Ja, angefangen mit meinem Vorzimmer, meiner Sekretärin. Die sorgt dafür, dass alles mit meinen Terminen funktioniert. Sowas kannte ich vorher nicht. Dass Telefonate für mich angenommen werden und dass sie so meinen Tagesablauf mitstrukturiert. Das ist eine große Entlastung, muss man sich dran gewöhnen. Dann habe ich tatsächlich einen Fahrer. Auch das ist unvorstellbar, aber manchmal bei einer Termindichte ist das von enormer, ja, es ist wirklich eine enorme Hilfe und Unterstützung, weil ich damit nicht selber nach einem Parkplatz suchen muss. Ich fahre manchmal zur Kreispolizeibehörde rüber, weil ich auch da Behördenleiter bin und kann dann einfach hier aus dem Büro rein ins Auto und da wieder aussteigen und direkt zum Termin. Das heißt, das geht alles etwas geregelter. Ich kann hinten im Auto arbeiten und kann aber auch manchmal mich sehr vertrauensvoll mit ihm unterhalten, wenn mir was nicht gepasst hat. Dann habe ich hier eine tolle Pressestelle, die mich bei Medienanfragen unterstützt, einen persönlichen Referenten. Die sind alle direkt in meinem engsten Umfeld, aber dann natürlich die weiteren Führungskräfte im Haus, Geschäftsbereichsleitungen, Abteilungsleitungen. Da sind viele Fachleute dabei, die wirklich in ihren Themengebieten stark aufgestellt sind, wo ich auch weiß, da kann man was hindelegieren und die machen das ganz eigenverantwortlich und arbeiten da sehr, sehr gut und sehr, sehr gewissenhaft. Ja, ich glaube, es ist auch notwendig, Menschen zu haben, denen man vertrauen kann und an die du delegieren kannst. Denn du bist ja nun mal nicht 24 Stunden rund um die Uhr hier, sondern da ist auch noch Gremienarbeit. Da ist gewissermaßen Ehrenamt. Und da ist ein familiärer Hintergrund, zwei kleine Kinder, die ihren Papa sehen wollen, eine Familie auch noch was von dir haben will. Das sind unglaublich viele Dinge, die du unter einen Hut kriegen musst. Wie geht das? Hast du manchmal das Gefühl, es fällt was hinten runter? Gibt es Dinge, die du streichen musstest für diese Zeit? Bestimmt fällt mal was hinten runter. Ich glaube, so ehrlich muss man sein, dass es immer so ein bisschen Jonglieren von vielen Bällen ist. Und man muss dann schauen, dass man sie irgendwie in der Luft behält. Ich habe ganz tolle Unterstützung, eben nicht nur hier im Haus, sondern auch von meiner Familie. Meine Frau hält mir dann den Rücken frei und hilft wirklich in vielen Dingen mit. Das ist ja unverzichtbar, sonst ginge es nicht. Aber natürlich versuche ich das irgendwie hinzukriegen, dass ich zumindest die Kinder einmal am Tag beim Abendessen oder beim Frühstück noch mal länger sehen kann. Ich habe aktuell das Glück, dass die Wochenenden noch nicht so voll sind mit diesen klassischen repräsentativen Terminen, weil pandemiebedingt da einiges ausfällt. Das heißt, wir versuchen am Wochenende was zu unternehmen, eine Fahrradtour zu machen, ein bisschen wandern zu gehen oder einfach drin bei schlechtem Wetter was zu spielen. Das finde ich schon sehr, sehr schön, dass da immer noch wieder so ein bisschen Zeit für die Familie bleibt. Und die Freiräume werde ich mir auch nehmen. Weil ich finde, auch da bin ich dann auch ein Vorbild. Es gibt viele berufstätige Eltern und viele haben es nicht so leicht wie ich. Die haben nicht die Möglichkeit, Dinge so delegieren zu können und kriegen das hin. Und insofern will auch ich mir den Freiraum nehmen, immer eine gewisse Zeit auch für meine Familie zu haben. Ja. Man kann ja auch zum Beispiel auch auf deiner Facebook-Seite durchaus Markus schon mal mit der Familie im Urlaub beobachten. Oder es gibt mal eine Videobotschaft aus dem Urlaub. Der Kontakt zu den Bürgern fällt ja tatsächlich momentan so ein bisschen aus, weil Präsenzveranstaltungen nicht wirklich möglich sind. Wie schaffst du es trotzdem, den Kontakt zum Bürger zu halten, mal abgesehen vom Baumarktparkplatz? Ja, das ist etwas, was ich bedauere, weil ich eigentlich immer gerne auf Menschen zugehe. Ich besuche gerne Veranstaltungen, wäre gerne auf Festen unterwegs, würde Konzerte mir gerne anhören. All das fällt so ein bisschen runter. Ich hoffe, das kommt bald wieder. Vieles läuft digital, das muss man so sagen, dass ich halt versuche, in sozialen Netzwerken präsent zu sein, da auch ansprechbar zu sein. Ich weiß, dass ich schaffe es nicht immer, alle Fragen direkt zu beantworten. Und es gibt so viele Mails, die kommen. Manches muss ich dann auch vom Team beantworten lassen. Das geht einfach nicht. Aber ich versuche schon, wenn ich mich digital bewege, das auch immer authentisch zu machen. Das heißt, wer von mir irgendwas liest, bei Facebook, bei Instagram, sonst wo, das habe ich immer selbst geschrieben. Und das ist also dann quasi immer mein eigener O-Ton. Weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass die Leute dann auch das Gefühl haben, okay, das ist jetzt wirklich er, das ist unverwechselbar und das ist nicht einfach irgendwo ein Standardtext. Und keine Pressestelle, die antwortet, sondern... Genau, also die haben schon genug zu tun, weil die über die Kreiskanäle ja auch bombardiert werden und viele Presseanfragen beantworten, die Sachen vorbereiten und auf meinen eigenen Kanälen sind dann auch meine eigenen Worte zu finden. Markus, wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Projekt würdest du sofort anpacken und verwirklichen? Puh.
Das ist eine gute Frage, weil man schon immer irgendwie so drin ist, dass Geld ja dann doch eine Rolle spielt. Ja, klar. Das ist so. Aber du hast die Wahl. Ja, ich würde gerne noch mehr Kita-Plätze schaffen, dass wir wirklich da allen, die ein Angebot brauchen, auch direkt eins geben könnten, dass wir das einfach enorm beschleunigen. Kitas wären dann auch direkt beitragsfrei für die Familien. Das ist mir ein Anliegen, dass wir da weiterkommen und diese Dinge anpacken. Und wenn Geld keine Rolle spielen würde, wäre das wahrscheinlich das Erste, was ich angreifen würde. Und alle fänden es sehr, sehr toll, weil es tatsächlich, glaube ich, auch ein großes Anliegen der Bürger ist, aktuell, nicht nur aktuell, sondern ich glaube generell. Ja, ich finde, über Familien wird immer so viel gesprochen, auch jetzt in der Krise, über die Belastungen, die da sind. Und oft sind das so klassische Sonntagsreden. Und ich finde, am Ende muss das Ergebnis stimmen. Und dazu gehören gute Betreuungsplätze in den Grundschulen, in den Kitas. Und ich finde auch, wenn wir das ernst nehmen, dass Kinder unsere Zukunft sind, dann darf eben auch dieses Bildungsangebot, denn es ist ein Bildungsangebot, auch nichts kosten. Ja, du wirst ja in deinem politischen Amt schlussendlich auch am Ergebnis gemessen. Wenn wir tatsächlich jetzt mal gute, weite 4 Jahre vorausschauen, an welchen Ergebnissen willst du gemessen werden? Was ist das, was nach 5 Jahren mit Häkchen versehen da stehen soll? Ja, ich wäre froh, wenn die Leute mich als Person weiterhin so einschätzen, zu sagen, den Markus kann man ansprechen, das ist ein bürgernaher Typ, der ist nicht irgendwie abgehoben, jetzt weil er Landrat geworden ist. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es verschiedene Themen, wo ich einfach auch zeigen möchte, dass wir weitergekommen sind. Ich habe Klimaschutz eben angesprochen, Digitalisierung ist so ein Thema. Ich möchte, dass weitere Verwaltungsdienstleistungen auch von zu Hause aus machbar sind, dass wir da digitaler aufgestellt sind. Das soll vorangehen. Ich möchte, dass wir mehr für Familien getan haben. Ich habe die Kitas eben angesprochen. Das sind schon so Bereiche, wo ich zumindest zeigen möchte, dass sich was getan hat, dass wir auf dem Weg sind. Und 5 Jahre ist ein relativ kurzer Zeitraum, wenn man in politische Umsetzung denkt. Ich werde wahrscheinlich nicht alles erfüllt haben, aber ich hoffe, dass die Leute mir abnehmen, dass ich diesen Job dann wirklich engagiert mache, dass ich ihn voller Leidenschaft mache und dass ich auch in 5 Jahren immer noch genauso motiviert und freudestrahlend morgens hier zur Arbeit gehe und die Leute mir zutrauen, dass auch dann eine Zeit lang länger machen zu können. Das ist nämlich die große Frage. Kannst du dir heute schon vorstellen, das länger als 5 Jahre zu machen? Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube natürlich, dass 5 Jahre, wenn man wirklich was umsetzen, bewegen möchte, ist das ein sehr kurzer Zeitraum. Ich habe gesagt, ich habe mich für Kommunalpolitik entschieden, weil mir dieser Kreis am Herzen liegt. Ja. Und insofern ist das für mich keine Durchgangsstation, sondern in der Tat eine Herzensaufgabe. Aber auch das ist irgendwie das Schöne an Demokratie, auch das Schöne an diesem Job. Ja. Man muss sich alle 5 Jahre dann irgendwo auch dem Votum der Wählerinnen und Wähler stellen. Das gehört dazu. Das heißt, ich bin erstmal befristet hier beschäftigt. Genau. Und dann schauen wir, ob das nochmal verlängert wird oder nicht. Und dann wäre es schön, wenn das auch wieder mit vielleicht sogar nicht in der Stichwahl geht, sondern tatsächlich direkt mit über 60% der Stimmen. Ach, daran will ich noch gar nicht denken. Das war schon irre, dass ich das einmal geschafft habe. Das haben viele nicht für möglich gehalten. Und von daher bin ich da immer noch sehr, sehr dankbar. Mhm. Und die nächste Wahl kommt noch früh genug. Ja. Erstmal möchte ich die Zeit nutzen, hier diese Aufgabe bestmöglich zu bewältigen. Markus, du hast ja gerade gesagt, der Kreis liegt dir am Herzen. Es ist ja total, also es ist ja tatsächlich manchmal so, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst. Ich habe es 2-mal gemacht und dann Fotos gemacht, damit auch alle das gesehen haben. Okay. Aber, das sind 40 Kilometer nämlich immerhin, ungefähr. Ja, genau. Immerhin. Wenn du mit dem Fahrrad heute die 40 Kilometer zum Büro fahren würdest, was würdest du sehen? Ja, ich sehe eine unglaublich vielfältige, tolle Landschaft. Wenn ich bei mir in der Eifel losfahre, ich wohne ja direkt an der Grenze zu Rheinland-Pfalz, dann ist das dann noch hügeliger. Dann kann ich das manchmal noch nicht so direkt wertschätzen, weil ich natürlich dann auch mehr Höhenmeter habe und das anstrengender ist beim Fahrradfahren. Aber wenn ich dann irgendwo oben angekommen bin, dann sehe ich eine tolle Aussicht. Ich sehe die Eifellandschaft, die wirklich unglaublich schön ist. Das ist mir in den letzten Jahren einfach auch nochmal bewusst geworden, welches Glück wir haben, hier zu leben. Und dann fahre ich runter Richtung Euskirchen, fahre dann zum Beispiel an meiner alten Wirkungsstätte in Bad Münstereifel vorbei, wo ich lange Jahre als Lehrer gearbeitet habe. Sehe da ein schönes historisches Städtchen. Wenn ich Glück habe, kann ich vielleicht sogar einen ehemaligen Schüler oder eine Schülerin entdecken, die gerade zur Schule läuft. Sehe Dörfer, die lebendig sind, wo Menschen sich gerne füreinander einsetzen, wo es ein tolles Ehrenamt gibt. Und dann komme ich hoffentlich pünktlich und trocken, wenn es nicht geregnet hat, dann eben hier in Euskirchen an, fahre noch ein bisschen durch die Stadt, sehe da irgendwo auch eine große Kreisstadt mit fast
60.000 Einwohnern, die auch nochmal ganz anders aufgestellt ist als die ländlichen Gebiete, und komme dann irgendwann hier in der Tiefgarage angefahren und hoffe, dass ich eine Möglichkeit finde, mich frisch zu machen, um dann den Arbeitstag zu bewältigen. Und dein Fahrrad irgendwo abzuschließen, damit es nicht, genau, damit es nicht verlustig geht. Markus, wenn du private Zeit hast, das ist wenig, aber du nutzt die gut, dann bist du ja eine ziemliche Sportskanone. Man sollte im Tischtennis nicht versuchen, gegen dich anzutreten. Auch man kann es versuchen, aber die Chance ist recht. Inzwischen kann man es sehr gut versuchen, weil ich weit hinter meinem früheren Niveau unterwegs bin, mangels Training. Aber genau, ich spiele gern Tischtennis im Verein. Das viele Jahre gemacht. Hoffe, dass da irgendwann auch wieder die Meisterschaftsspiele losgehen. Habe das in der Jugend schon getan. Von daher, eine Sportart, die mich reizt, weil es irgendwie eine hohe Konzentration erfordert und weil es aufregend ist und weil vieles zusammenkommen muss. Ja. Markus, jetzt bist du ja mit der Dauerkarte im Stadion durchaus auch Kummer gewöhnt. Das bereitet einen, glaube ich, auch hier und da auf die eine oder andere enttäuschende Situation vor. Und du liebst Karneval, richtig? Ja, auf jeden Fall. Also ne, als FC-Dauerkarteninhaber, dass wenn die Spiele schlecht laufen, die Stimmung ist immer gut, die Karnevalslieder sind immer gut, und das ist natürlich dann auch so, dass mir die fünfte Jahreszeit sehr gefällt. Hab viele Jahre im Männerballett bei uns im Dorf mitgetanzt, hoffe, dass wir da auch bald wieder Auftritte machen können und nächstes Jahr vielleicht Karneval dann auch wieder einiges möglich ist. Hier im Kreishaus gibt es immer so einen rauschenden Prinzenempfang, der musste dieses Jahr ausfallen, ausgerechnet in meinem ersten Amtsjahr. Ah. Also ich hoffe schon, dass das dann nächstes Jahr wieder geht und dass es vielleicht auch wieder Zeit gibt, dann mal ins Stadion zu gehen und den FC nochmal anzufeuern. Ja, in welchem Kostüm würde man dich Karneval antreffen? Schwierig zu sagen. Letztes Jahr habe ich mich so als Dorfkind verkleidet, also ein klassischer Eifler-Look. Ansonsten ja, so die Klassiker, Pirat, Clown ist jetzt nicht so meins. Ich muss sagen, auch so Schminke im Gesicht mag ich nicht unbedingt. Aber da bin ich eher vielfältig und offen aufgestellt. Muss mal schauen, was in der Kiste zu Hause noch zu finden ist. Meistens komme ich immer sehr spontan dann auf den Gedanken und sage dann meiner Frau, verdammt, morgen brauche ich ein Kostüm, haben wir noch was? Und dann graben wir zusammen und gucken, was sich da noch Passendes findet. Ich finde das Gute daran, dass du Schminke im Gesicht nicht magst, ist zumindest das, wenn die Bürgerinnen und Bürger mit dir Fotos machen im Karneval, dann erkennt man dich. Und dann können die auch wirklich prahlen mit den Bildern und sagen, guck mal, ich habe den Landrat getroffen. Das stimmt. Wobei, ich hatte auch schon mal so eine Afro-Perücke an, dann so dunkel, lockige Haare. Und dann war es schwieriger, mich zu erkennen. Aber grundsätzlich sollte man mich erkennen und dann können wir ein paar Fotos machen, ja. Markus, worauf freust du dich nach Corona, wenn all das vorbei ist? Karneval freue ich mich. Ich freue mich darauf, einfach nochmal mehr im Kreis unterwegs zu sein, Veranstaltungen zu besuchen. Inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, dass man sich zur Begrüßung nicht die Hand gibt, aber irgendwie, es gibt schon mal Momente, wo man gerne auch mal jemanden die Hand schütteln würde oder sich umarmen würde, wenn gerade irgendwie die Emotionen da mitspielen. Auf all das freue ich mich, dass es ein bisschen ungezwungener wird. Ich freue mich darauf, jetzt vielleicht und am Wochenende mal in der Außengastronomie einen Kaffee oder ein Bier zu trinken und hoffe, dass das in den nächsten Wochen alles wieder Stück für Stück zurückkommt. Ja. Ich glaube, da hoffen wir alle mit dir. Markus, ich danke dir, dass wir bei dir sein durften. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Im Büro mit der schönsten Aussicht überhaupt. Ja, Skyline von Euskirchen. Also von daher, und man sieht die Eifler Berge auch hinten. Also insofern, ich kann mich nicht beschweren. Wir können uns auch nicht beschweren. Ich danke dir sehr für all die Antworten auf all die Fragen. Das war Vorgestellt und Nachgefragt. Heute aus der Kreisverwaltung Euskirchen mit Markus Ramos, dem Landrat. Danke, Markus. Und wir sehen uns wieder bei einer neuen Folge Vorgestellt und Nachgefragt. Bis bald.